Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste zu unserem heutigen AG Care Workshop. Heute ist der 15. August 2022. Da der auf einen Montag fällt und es jetzt mittlerweile ziemlich genau 20 Uhr ist, begrüße ich Sie herzlich zu unserem Workshop, der nämlich immer montags um 20 Uhr stattfindet. Das ganze Team freut sich, Sie zu begrüßen und freut sich auch, durch Wissensvermittlung zum Thema AG Care wiederum einen Beitrag zu leisten, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Und zunächst erst einmal können Sie die Folien herunterladen als PDF. Dazu haben Sie die ganze Zeit über den Workshop die Möglichkeit. Und ich starte meine Präsentation. Sie sehen, das Datum hätten Sie sonst nicht gewusst, aber heute ist der 15. August. Kleiner Scherz. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, diejenigen, die dankenswerterweise regelmäßig und mehrfach schon teilnehmen am Workshop, die wissen, dass dieser Text unerlässlich ist. Wir halten es für unerlässlich, um Ihnen gute Qualität zu bieten, um Ihnen bestens dabei zu helfen, Lebensqualität wieder zu erlangen, Lebensqualität zu verbessern, dass wir mit Ihnen ganz eng kommunizieren. Dafür bieten wir Ihnen eine ganze Menge von Möglichkeiten. Sie sehen das hier einmal über das Ticketsystem, den Live-Chat und das Forum, welches Sie über die eingeblendete URL bekommen. Die URL lautet ulrich-mtc.de/support. Des Weiteren können Sie montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr einfach die eingeblendete Telefonnummer anrufen, durchrufen, klingeln genügt, denn Sie können sich vorstellen, dass ich bei dem Ansturm, bei den vielen Fragen nicht gleich live sein kann und nicht den Anruf entgegennehme, aber ich rufe Sie garantiert zurück. Und schließlich bleibt Ihnen ja der Workshop in der Aufzeichnung. Dort haben Sie, wie ich schon sagte, die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die wir Ihnen gern beantworten. Und Sie haben auch die Download-Option. Es macht sich also sehr gut, wenn Sie sich registrieren. Wir empfehlen Ihnen das und Sie sollten das auch nachholen. Sie haben bei uns die Möglichkeit, immer sich zu registrieren. Ja, Agile Care-Anwender empfehlen anderen, Agile Care-Anwender zu werden. Und wir bedanken uns dafür, dass Sie diese Empfehlung weitergeben. Und wir möchten uns nicht einfach bloß mit einem Dankeschön bedanken, sondern Sie sollen dafür auch etwas bekommen, nämlich pro Empfehlung und pro Gerät, wo Sie den Käufer empfohlen haben, 150 Euro. Das läuft folgendermaßen. Senden Sie uns doch bitte Ihre Kontoverbindung. Soweit wir sie noch nicht haben, senden Sie uns die an die Adresse support@ulrich-mtc.de mit dem Namen des potenziellen Käufers. Wir reservieren Ihnen diesen für 30 Tage und sollte es zum Kauf kommen, dann freuen wir uns so, dass wir Ihnen 150 Euro überweisen werden. Und für dieses Engagement bedanken wir uns bei Ihnen nicht nur wegen des Geldes, sondern wir bedanken uns hauptsächlich auch, denn Sie haben was Gutes getan dafür, dass Sie jemanden anderen auch die Möglichkeit geben, die Lebensqualität zu verbessern. Und das ist ja das Ziel des Einsatzes von Agile Care. Ja, und wenn Sie die Effektivität von Agile Care erhöhen wollen, können Sie nachlesen, was jetzt zeitlich nicht in unseren wöchentlichen Workshop passt. Auf den beiden eingeblendeten URLs können Sie nachlesen, einmal etwas zum Basiswissen in unserem YouTube-Kanal und in unserem YouTube-Kanal finden Sie auch etwas über den zweiten Link, der hier dargestellt ist, über die Randbedingungen, die ja so wichtig sind, wie die meisten es ja von Ihnen wissen. Ja, nun komme ich zu einem Fall, wo ein Anwender eine Wunde am Fuß hat. Mir wurde gar nicht mitgeteilt, wie die Wunde entstanden ist, aber Sie wissen ja, wie das manchmal passiert. Selbst derjenige, den es betrifft, weiß es nicht immer so recht, wie die Wunde entstanden ist. Hier die Schwierigkeit, die Wunde wollte nicht heilen. Es hat also
Wochen gedauert und die Wunde heilt nicht. Alles Mögliche wurde versucht mit Salben und was man eben sonst noch so tut von außen. Und das hat sich eben leider nicht durchgesetzt. Und demzufolge hat der Anwender bei uns angerufen und der Anrufer folgte am Montag und ich habe die Empfehlung gegeben, gegen die Mikroorganismen die folgende Anwendung einzusetzen, die ja heißt A351, also der Quellencode-Index heißt A351 und die Anwendung selbst heißt Wundheilung und dabei steht noch in Klammern bei Gefahr von Infektion. Und am Donnerstag hat der Anwender mich wieder angerufen und hat sage und schreibe mir gesagt, dass er das Montag gleich gemacht hat und am Dienstag, also nach einem Tag, war alles weg, überhaupt keine Wunde mehr, womit er sich ja wochenlang schon beschäftigt hat. Die Nachricht hat er mir am Donnerstag gegeben, aber am Dienstag war das schon erledigt. Gratulation von mir und ich denke, es ist nicht nur die Gratulation für ihn, dass er diszipliniert das durchgeführt hat und wahrscheinlich alles richtig gemacht hat. Ich denke da nur an die Randbedingungen, das unterstelle ich einfach mal, sondern auch das rückzumelden, denn somit haben wir die Möglichkeit, das in unsere Datenbank einzutragen und wiederum anderen Empfehlung zu geben und auch heute das in diesen Workshop einzubringen, hat ja Vorteile für Sie, denn für den Fall der Fälle haben Sie zumindest einen ersten Hinweis, was Sie tun könnten, um zurechtzukommen. Vielleicht, da geht es Ihnen dann genauso, dass es auch mit einer einzigen Anwendung gut funktioniert. Und sollten es drei Anwendungen sein, die notwendig sind, ist es auch nicht so schlimm. Ja, und wenn man sich das mal erklären sollte, was da im Hintergrund passiert. Wenn eine Wunde nicht heilt, dann bedeutet das ja, dass die Wundheilung gestört ist. Das ist eine banale Mitteilung. Und das passiert immer dann, wenn es an der ausreichenden Zellkommunikation fehlt. Denn wir haben hier drei Stufen. Wir haben zwischen den Zellen Zellkommunikationen. Sie können sich schon vorstellen, dass das alles auf der Ebene von Potentialausgleich, von Signalausgleich, von elektromagnetischen Wellen geschieht. Und wenn die Zellkommunikation erfolgt, dann wird Information weitergegeben, wie bei jeder Kommunikation das ja sein soll. Und so gibt es einen Sender und eine Quelle, das ist der Sender, und einen Empfänger. Und der Empfänger sendet zurück, wie er mit der Information umgeht. Und wenn das so passiert, dass sich die im wahrsten Sinne des Wortes unterhalten, die Zellen, dann nennen wir das Zellkoordination. Da kann es also losgehen, dass sie sich koordinieren. Was ist denn jetzt zu tun? Hier ist eine Wunde zerstört. Hier ist eine Zelle zerstört. Es handelt sich also um eine Wunde. Und der Prozess der Wundheilung ist gestört. Können sich also das Ganze koordinieren. Und wenn dann eine Nachbarzelle der anderen hilft, nämlich die stärkere Nachbarzelle hilft der anderen, wiederum über Ausgleich von Potenzial, Wirkstoffe, auch Mikrowirkstoffe werden ausgeteilt. Dabei, wir sprechen von einer bioelektrischen und einer biochemischen Kooperation. Wir reden also von bioelektrischer und biochemischer Kooperation. Und diese Zellkooperation heilt dann die Geschichte. Und das ist hier passiert. Es war bis zum Einsatz von Agilcare offensichtlich gestört, denn sonst wäre die Wundheilung schneller vorangegangen und hat dann massiv über die drei Ebenen Zellkommunikation, Zellkoordination, Zellkooperation Verbesserungen gegeben. Und da setzen wir einfach mal ein, dass das Agilcare ermöglicht hat. Das kann man auch noch so erklären, dass wenn eine Störung vorliegt, wir dort immer Mikroorganismen in Disbalance haben. Wahrscheinlich bei der Wundheilungsstörung sind es wahrscheinlich Bakterien. Übrigens sind es meistens Bakterien, die hier störend sind und bei der Wundheilung ist es oft so. Deshalb ist es auch relativ gefährlich. Deshalb kann bei einer lang anhaltenden Wundheilungsstörung es zu einer Sepsis kommen, die ja lebensgefährlich sein kann. Und die Bakterien kommen in den Stoffwechsel und geben Stoffwechselprodukte ab. Diese Stoffwechselprodukte wirken wie Toxine. Auf jeden Fall rauben sie Elektronen. Und Sie wissen ja, dann bezeichnen wir das als Krankheit, wenn dort nicht ausreichend Elektronen, also Ladungsträger, ausgetauscht werden. Und somit erhält sich eine Symbiose zwischen Bakterien und der Krankheit. Und unser Ansatz
Das Eliminieren der Bakterien führte hier in dem Fall zum Erfolg. Wir haben also erstens, zweitens, drittens, also die Zellkommunikation, die Zellkoordination und die Zellkooperation. Und somit haben wir das geschafft, dass es nicht mehr die Elektronenräuber gibt und der von mir sehr verehrte Nobelpreisträger St. Georgi hatte ja eine für mich sehr wichtige Definition von Leben mitgeteilt. Er sagte, Leben ist der Austausch von Ladungsträgern zwischen Molekülen. Und wenn viele Ladungsträger ausgetauscht werden zwischen Molekülen, dann haben wir gesundes Leben. Und wenn das nachlässt, also weniger Ladungsträger ausgetauscht werden, dann setzt Krankheit ein. Und wenn gar kein Ladungsträgeraustausch mehr existiert, ist es tot. Und das schaffen wir hier, das zu verhindern, Krankheit und Tod, indem wir eben die Elektronenräuber, die Ladungsträgerräuber, die Ladungsträger wegnehmen und nicht mehr, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen für den Elektronenaustausch zwischen den Molekülen. Das können wir hier, da können wir helfend eingreifen. Ja, und nächstes Beispiel, wir haben immer wieder die Frage Long-Covid, beziehungsweise es wird geklagt über Long-Covid. Das heißt, die Covid-Erkrankung setzt sich fort, indem wir eben dort Symptome haben wie Husten, Mattheit, Schlappheit, Müdigkeit, Geruchsverlust. Und ich kann gar nicht alles richtig aufzählen. Und das hört über Monate nicht auf. Dann sprechen wir ja von Long-Covid in dem Fall. Und wir empfehlen ja immer, wenn es sich um die Covid-Erkrankung handelt, sprechen wir immer da, dass es wichtig ist, die Anwendung SARL-1 durchzuführen. Und der Quellencodex SARL-1 steht sozusagen für die Anwendung, die modernste, umfassendste Anwendung, um nicht nur das Virus, also Coronavirus, zu beseitigen, sondern auch zusätzlich noch 25 der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Proteine zu beseitigen. Und das führt zum Erfolg, führte schon immer zum Erfolg, jedenfalls was ich an Erfahrungen und Rückmeldungen bekommen habe. Und wenn dann es zu Long-Covid kommt, dann gibt es ja noch bestimmte Symptome. Ich habe vorhin gerade darüber gesprochen. Und da wurde uns wieder mehrfach mitgeteilt, dass wenn die Anwendung U214 durchgeführt wird, ich wiederhole, U214 ist der Quellencodex, und die Anwendung heißt Hypoxie, das heißt nichts anderes als Sauerstoffmangel, dass sich dann die betreffenden Personen sehr schnell wiederholen. Also zusammengefasst, SARL-1 plus die Symptomanwendung und insbesondere noch dazu die U214, das bringt die Menschen schnell wieder zu besser Lebensqualität. Sie wissen ja, über Heilung darf ich nicht reden, das will ich auch nicht. Und ich möchte auch noch etwas mitteilen, was ich eben daraus ergeben hat, dass wir immer in engem Kontakt bleiben zu anderen Experten. Weltweit, international sind wir vernetzt. Wir haben also die Möglichkeit, mit vielen Wissenschaftlern, Ärzten, aber auch Praktikern uns in Verbindung zu setzen, die etwas von dem Einsatz der RIFE-Methode oder dem Einsatz von Agile Care etwas darüber verstehen, darüber Erfahrung zu haben. Und diese Experten freuen sich auch, mit uns in Verbindung zu kommen, denn bei uns liegen ja schon weit über 30 Jahre auf dem Gebiet Ergebnisse vor und wir verfügen ja auch über eine gute Dokumentation. Und somit haben wir heute mit Kollegen in Übersee gesprochen zu einer Frage, wie wir uns bei Krebs, noch besser verhalten können, um die dortigen Mikroorganismen zu beseitigen. Und da haben sich diese drei Punkte hier ergeben, nämlich betrachten es wieder als Ergänzung oder Präzisierung. Erstens einmal sollte man möglichst mit Elektroden arbeiten, die dicht am Tumor eingesetzt werden. Und das sind meistens Haftelektroden, die direkt und nah am Tumor eingesetzt werden. Und wenn es sich um mehrere Tumore handelt, die weit auseinander im Körper sind, dann setzen Sie bitte mit einer weiteren Anwendung die Haftelektroden ein oder wer über das Erweiterungskit verfügt, beziehungsweise ein Gerät Agile Care parallel hat,
der kann das natürlich zugleich bei beiden Tumoren einsetzen. Wichtig ist, nah daran, nah am Tumor, und da ergibt sich eben die Frage, dass man es eben durch zwei Kanäle oder eben durch wiederholte Anwendung einsetzt. Die Anwendungen, und das ist auch neu, diese Empfehlung, und das hat sich weltweit als sehr effektiv gezeigt, die Anwendung gegen Krebs, Mikroorganismen, sollten sowohl am Morgen als auch am selben Tag, am späten Nachmittag eingesetzt werden. Also ein relativ großes Programm. Und nicht nur das, sondern drittens, die Anwendungszeit, wir hatten bisher immer von mindestens 90 Tagen gesprochen, die Anwendungszeit sollte man ausweiten, und zwar die Anwendungszeit der täglichen Anwendung über mindestens 6 Monate. Und die drei Dinge sind also dazugekommen, und ich bitte das zu beachten für diejenigen, die Mikroorganismen beseitigen, die mit Krebs zusammenhängen. Und natürlich bleibt dabei bestehen, das hat sich auch in unserem Gespräch, in unserem Kolloquium heute bestätigt, optimale Randbedingungen sind wichtig und insbesondere Naturzellulit 10 Mikrometer zur Entgiftung. Und wenn es dann geschafft ist, sagen wir mal nach den 6 Monaten oder innerhalb der 6 Monate, dass der Tumor weg ist, dann ist auch noch eine, Empfehlung, die ich etwas modifiziert gegenüber den bisherigen Empfehlungen geben kann, nämlich, dass über mehrere Wochen täglich einmal die Anwendung weiterhin fortgesetzt werden. Und nach Ablauf dieser mehreren Wochen, das bestimmen Sie selbst, setzen Sie sozusagen sukzessive Tagespausen ein, also Tage, an denen Sie nicht mehr die Anwendung durchführen. Und diese Pausenzeiten können Sie ausdehnen. Also zusammengefasst noch einmal, bei Tumoren hat sich also hier diese eingeblendete Information haben sich ergeben als sehr wichtig, und zwar in Auswertung der bisher durchgeführten, in mehreren Zentren durchgeführten Anwendungen gegen die Mikroorganismen bei Krebs. Und das bitten wir doch zu beachten. Und wenn heute Sie wissen, dass der eine oder andere nicht dabei ist in dem Workshop, der gegen die Mikroorganismen bei Krebs vorgeht, dann bitte ich Sie, diese doch zu informieren. In der Aufzeichnung können Sie diese Informationen dann übernehmen. Ja, das war es. Heute mal diese beiden Anwendungen, beiden Ergebnisse etwas näher analysiert und auch etwas Neues in Auswertung der bisherigen Arbeiten zu Krebs bzw. Anwendung gegen Mikroorganismen bei Krebs. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Neues dabei mitteilen könnte. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Abschnitt, und ich habe schon den Chat freigeschaltet, zu dem Abschnitt, dass Sie Fragen stellen können. So, damit haben wir, ich denke, alle Fragen abgearbeitet. Mir wird nicht widersprochen. Und da möchte ich sagen, zunächst erstmal recht, recht herzlichen Dank an Sie, meine Damen und Herren, für Ihre Teilnahme, für Ihre Geduld und natürlich auch recht, recht herzlichen Dank für Ihre Fragen, die wir Ihnen gern beantworten. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Leben ohne Krankheit. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Montag wieder um dieselbe Zeit. Vielen Dank. Auf Wiederhören.